Jetzt. Hallo, ich zeige euch jetzt, wie man das Keyboard aufbaut, was man beachten muss. Also, zuerst fangen wir mit dem Netzteil an. Das hier kommt in die Steckdose. Dann brauchen wir den Ständer. Der Ständer wird hier festgeschraubt. Man sollte ihn nicht zu hoch und nicht zu tief machen, weil man ja am Keyboard sitzt. Ne? Dass man also nicht irgendwie dann so am Keyboard sitzt oder auch nicht so. Ja? Das kommt jetzt ungefähr hin. Dann packen wir das Keyboard da drauf und dann nehmen wir unser Kabel und stecken es da hinten rein. Da muss jetzt mal rüberkommen. Das gibt hier verschiedene Buchsen. Ne? Und hier links ist eine, die heißt DC in 10 bis 12 Volt. Da kommt es rein. Das hier ist die Kopfhörerbuchse und so. Wenn ich es da reinstecke, fällt es wieder raus. Ist schlecht. Da geht's rein, okay. Und dann ist unser Keyboard auch schon an. Hier mit dem Knopf kann man es anschalten. Dann geht das Licht an und dann funktioniert es. Das ist bei euch so. Dann ist hier der Lautstärkeregler. Kann man es laut und leise machen. Und ganz viele Knöpfe. Da kann man den Sound umstellen. Wenn ich mein Keyboard einschalte, ist es auf Klavier-Sound. Ja, da kann ich jetzt mitspielen. Habe ich eben schon mal probiert. Ja, so, wenn ich mir jetzt hinsetze, dann ist jetzt hier mein Stuhl ein bisschen niedrig. Siehst du, ich sitze ein bisschen zu tief. Ne? Also eigentlich müsste der Stuhl so ein bisschen höher sein, dass ich ungefähr so sitze. Ja? Müsst ihr jetzt zu Hause gucken, dass die Arme hier runterhängen und relativ gerade nach vorne gehen. Aber nicht so und auch nicht so. Ne? So? Ja? So in etwa, ja? Wie sie am Tisch sitzt. Genau. So, jetzt kommen wir nochmal rüber. Jetzt kann man hier die Sounds umschalten. Da gibt es hier ein Tastenfeld und Plus, Minus. Da kann ich jetzt durchschalten. Also jetzt habe ich hier Klavier. Ich weiter steppe. Dann verändert sich der Sound, ne? Ja, wenn ich jetzt hier weitergehe, habe ich so ein Cembalo zum Beispiel. Ja, oder Funky E-Piano steht hier. Da hatte ich ja vorhin hier von Bruno Mars, das passt da gut. Wunderschön. Ja. Und er hat schon gesagt, es gibt hier auch eine böse Taste, das ist die DJ-Taste. DJ! Okay, die böse Taste, damit kann man Lärm machen. Man kann auch andere Sounds einschalten, also zum Beispiel. Wir müssen ein bisschen leiser sein, das kommt ja alles auf unser Video. Man hat hier oben, wenn du nochmal ein bisschen näher kommst, haben wir hier die ganzen Sounds aufgelistet. Orgel, Gitarre, Akkordeon, Bass, Streicher. Da kann ich jetzt zum Beispiel mal Streicher eingeben, da steht hier, kann man das sehen? Ah, 041 Strings. Strings ist Englisch, sind Streicher. So, und dann tippe ich das hier ein und dann. Und wem ist das? Mozart. Sehr gut. Wunderbar. Super cool. Ja, okay. Oder ich habe hier. Ich habe hier Cello. Hier spielen ja auch ein paar Kinder Cello. Ne? Jetzt werdet ihr gleich lachen. Das klingt natürlich nicht wie ein Cello. Aber so ein bisschen kann man es schon erkennen. Ne? Ja, genau. Man hat auch Saxophon oder Chor. Chor klingt auch sehr schön. Chor. Verehrte Gemeinde, ich begrüße euch zu unserer Sonntagsmesse. Oder wir haben hier 73. Ach. So, eins wollte ich euch noch zeigen.
oder sagen wir zwei, dann sind wir durch mit unserer lustigen Vorführung. Können wir das mal ausprobieren? Nein, 130 noch. Das war cool. Ja, ich muss jetzt sowieso gleich nach Hause gehen, ihr macht mich ganz fertig. Ja. Das ist Schlagzeug, ne? Da kann ich Schlagzeug mitspielen. Das ist, musst du auch mal zeigen. Und zwar hier haben wir die verschiedenen Schlagzeuginstrumente auf den Tasten. Also die Bassdrum ist hier und die Snare-Drum ist hier und die Hi-Hat ist hier. Und dann kann ich den ganzen Beat zusammenspielen. Gut. Ey. Okay. Und eine Sache noch, das Keyboard hat den großen Vorteil, dass es auch für euch alleine spielt. Na, wir können hier einen Rhythmus einstellen. Ja. Und dann geht's nicht. Spielt das Keyboard alleine für euch oder ich kann auch verschiedene andere Sachen einstellen, Beats einstellen. Ich mache mal hier gerade einen Style 001, das ist ein Beat und jetzt drücke ich auf Play. Dann spielt er automatisch, ne? Und dann kann ich hier... Das war's für heute, aber kannst auch stoppen.